So, herzlich willkommen. Also, mein Name ist Julia Metzmann. Ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Schwäbischen Albtourismus zuständig. Und ja, wir freuen uns sehr, endlich wieder auf der CMT sein zu können dieses Jahr. Wir freuen uns sehr, Sie alle wieder persönlich sehen zu können und Ihnen bei unserer Pressekonferenz 2023 endlich wieder persönlich die Neuigkeiten von der Schwäbischen Alb vorstellen zu dürfen. Uns erwarten sehr viele spannende Themen dieses Jahr, deswegen beginnen wir direkt. Nur noch ein paar kurze Infos zum Ablauf. Die meisten haben schon entdeckt, da hinten stehen Getränke und Kaffee bereit, dort dürfen Sie sich gerne bedienen. An diesem Tisch finden Sie Broschüren und Infos zu allen Themen, die wir Ihnen heute vorstellen. In den Taschen, die sich die meisten, glaube ich, schon weggenommen haben, befindet sich ein USB-Stick schon mit der Pressemeldung zu der heutigen PK. Sprich, darauf finden Sie alle relevanten Infos zu den Themen und auch passendes Bildmaterial. Die Pressemeldung verschicken wir ansonsten aber dann auch nochmal per E-Mail. Genau. Zeit für Fragen haben wir eingeplant im Anschluss an die Präsentation. Also wenn noch was aufkommt, dann bitte dann kurz warten, bis wir fertig sind. Ja, und ansonsten freuen wir uns jetzt, Ihnen vorzustellen, was es Neues auf der Schwäbischen Alb gibt dieses Jahr. Und ich übergebe das Wort dann direkt an unseren Vorsitzenden, Mike Münzing. Herzlichen Dank an die Technik. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und es freut mich riesig, wenn ich in diesen Raum blicke und so viele Journalistinnen und Journalisten mal wieder persönlich sehen zu können. Ich freue mich auch darüber, dass die Stadt München, Schwäbische Alb Tourismusverband diese Destination oder wie wir heute Vormittag auch erfahren haben, dieser Lebensraum Schwäbische Alb so eine große Anziehungskraft und Attraktivität erfahren hat in den vergangenen Jahren, dass so viel Journalistinnen und Journalisten unserer Einladung gefolgt sind und offensichtlich der Meinung sind, dass es etwas gibt, über das man berichten kann. Und diese Erwartung, denke ich, können wir auch vollumfänglich erfüllen. Diese Region hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung erfahren und wir haben zu Recht und zur richtigen Zeit auf die richtigen Pferde und die richtigen Themen gesetzt. Lang bevor die Einschränkungen durch Corona das Reisen in der Welt eingeschränkt haben, haben wir gesagt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. In den 320 Städten und Gemeinden, in den 11 Landkreisen dieses Lebensraums Schwäbische Alb gibt es über 1,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die zu Recht auf ihre Heimat stolz sind, die aber vielfach ihre eigene Heimat noch gar nicht gänzlich erfahren haben. Denn von der Ostalb auf der einen Seite bis zur Zollernalb, möglicherweise in einem anderen Eck, oder von der Donau bis zum Neckar sind es doch weite Wege, wie wir alle wissen. Und das ist schon ein ordentlicher Beritt, den man erfahren, erleben und möglicherweise sogar wandern kann, und immer noch im Bereich der Schwäbischen Alb unterwegs ist. Wir haben vieles getan, ich habe es gesagt, im Bereich beispielsweise des Themas Rad. Wir werden das auch heute im Laufe des Nachmittags noch hören. Landesradfernwege, 3 an der Zahl, sind dieser Tage prämiert und ausgezeichnet worden und zertifiziert und können jetzt endlich auch an den Start gehen. Eine Riesenleistung der Städte und Gemeinden, der Landkreise, der Tourismusgemeinschaften und, ich darf das an der Stelle aber auch sagen, ein Dank an das eigene Team, das über Monate hinweg, insgesamt fast 2 Jahre, an diesem Thema gearbeitet hatte und jetzt das Ergebnis der Weltöffentlichkeit und letztendlich auch unseren Kundinnen und Kunden auch präsentieren kann. Wir haben neue Qualitäts- oder Premium-Radwanderwege initiiert und auch rund um die
Mittlere Schwäbische Alb gibt es wieder Neuigkeiten, über die wir heute erfahren. Und das Schöne ist, dass es uns gelungen ist, auch hier wieder Partnerschaften zu intensivieren oder neue zu gründen mit der Wirtschaft. Denn auch die Wirtschaft, auch das haben wir heute Morgen erfahren, ist sehr, sehr interessiert daran, dass der Tourismusstandort Baden-Württemberg insgesamt und im Speziellen die Schwäbische Alb eben eine Attraktivität aufweist, um Fachpersonal beispielsweise zu generieren oder jene, die dort zu Hause sind, zu halten. Und da gehören eben auch die sogenannten weichen Wirtschaftsfaktoren, gehören da selbstverständlich dazu. Und wenn wir werben können, in unserer Freizeit Rad fahren zu können, in einer der schönsten Mittelgebirgslandschaften der Bundesrepublik Deutschlands, dann wirbt man damit auch Fachkräfte. Dasselbe gilt für das Thema Wandern. Und auch hier sind Hochgebirge rezertifiziert worden einerseits und andere neu hinzugekommen. Aber nicht nur diese, sondern Premium-Wanderwege, Löwenpfade und anderes und natürlich Alpsteigen haben eine neue Prämierung erfahren. Und in Albstadt gibt es neue Challenges, die als neue Herausforderung auf uns warten. Diese Kulturlandschaft, und der Name sagt es schon, ist nicht nur Landschaft, sondern es gibt auch Kultur in der Landschaft oder eine Kulturlandschaft, die von ihrer Kultur lebt und eben nicht nur von den Landschaftsbildern. Und zu diesen Kulturlandschaftsbildern gehören Traditionsveranstaltungen und altes Erbe, das wir versuchen eben für die Zukunft zu bewahren und die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, es erlebbar zu machen. Das ist aus unserem Verständnis heraus auch Aufgabe des Tourismus, Geschichte erlebbar zu machen, spürbar zu machen, greifbar zu machen. Und da gehören solche traditionelle Veranstaltungen wie der Schäferlauf in Bad Urach oder die schwäbisch-alemannische Fasnet gehören da selbstverständlich mit dazu. Aber Neues soll es eben auch geben auf dieser Alb. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wieder einmal eine herausragende Veranstaltung für 2023 angekündigt ist, voll vorbereitet und gut vorbereitet. Ich blicke auf die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger nach Balingen und ich freue mich, dass die Gartenschau dieses Jahr ihre Tore öffnet und bin mir sicher, dass Balingen alles dazu beiträgt, dass es ein Erlebnis wird, dieser Besuch in Balingen. Lieber Helmut Reitemann und dein erster Beigeordneter, herzlich willkommen auch euch, Ihnen beiden, dass Sie heute zu dieser Pressekonferenz gekommen sind. Es sind aber auch Investitionen getätigt worden in einer Branche, die in den vergangenen 2 Jahren enorm geblutet hat, bluten musste, nämlich Hotellerie und Gastronomie. Und ich bin vorhin schon vom einen oder anderen Journalisten angesprochen worden, dass ich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder versucht habe, den Finger auf die Wunde zu legen, dass wir Wanderwege entwickeln, Radwege entwickeln. Und entlang dieses Weges müssen wir aber darauf achten, dass wir auch noch Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer haben, aus der Gastronomie und Hotellerie, die Leistung anbieten können. Im Laufe des Tages einem Wanderer, einer Wanderin die Einkehr zu ermöglichen. Dafür brauchen wir Gastronominnen und Gastronomen. Dafür brauchen wir Hotellerie und Gastronomie zugleich. Und wenn wir Mehrtageswanderrouten anbieten, dann sollte es auch möglich sein, dass man für eine Nacht eine Einkehr findet und nicht gezwungen wird, 2 oder 3 oder gar eine Tage oder gar eine Woche dann buchen zu müssen, um eine Unterkunft zu finden. Auch hier braucht es der engen Partnerschaft und ich freue mich ganz besonders, dass auf das Jahr 2023 auch hier wieder neue Investitionen getätigt wurden von herausragenden Familienunternehmen einerseits, aber auch andererseits von Städten und Gemeinden. Ich blicke da beispielsweise an jene, die neue Wohnmobilstellplätze angeboten haben, um dem längst vorhandenen Trend, man sieht es hier in 7 von 10 Hallen, gerecht zu werden, dass die Besucherinnen und Besucher der Schwäbischen Alb oftmals ihr eigenes Haus auf 4 Rädern mitbringen und dafür einen Stellplatz suchen und vor allem auch die notwendige Infrastruktur erwarten, die ein solcher Platz bieten sollte. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und
Wir alle dürfen jetzt gespannt sein auf den Beitrag von unserem Geschäftsführer Luis Schumann. Schön, dass Sie da sind. Zwei Mikros könnte eine Herausforderung für die Technik werden. Wir machen es lieber mit dem. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Luis Schumann, mein Name, Geschäftsführer des Schwäbischen Albtourismus. Ich wurde schon gefragt wegen Namensschildern. Die Namen sagen wir Ihnen einfach. Ich denke, das geht auch. Ich habe ein paar Folien zu Zahlen und Fakten für Sie mitgebracht. Ihnen ist gerade was runtergefallen. Eine Karte. Fangen wir an mit den Übernachtungszahlen, soweit wir sie vorliegen haben. Die finalen Übernachtungszahlen für 2022 bekommen wir ungefähr Mitte Februar, also für das gesamte Jahr. Wir haben sie jetzt mittlerweile schon aufbereitet für Januar bis Oktober. Und wir sehen, dass die Schwäbische Alb, aber auch das Land gesamthaft sich sehr positiv entwickelt hat, dass wir bei einem Plus bei den Übernachtungen von 48,6% stehen und damit exakt, und das ist wirklich Zufall, exakt im Landesschnitt sind, was natürlich für uns gut ist. Es gibt ein, zwei Regionen, die über dem Landesschnitt sind, logischerweise. Es gibt aber auch ein paar, die im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen weniger stark zugelegt haben, so muss man das ja sagen. Klar ist natürlich, im Vorjahr waren wir noch stärker beeinträchtigt von der Pandemie. Natürlich waren wir auch 2022 nicht ganz unberührt von der Pandemie. Gerade der Jahresanfang war noch relativ schleppend. Da gab es ja auch noch relativ intensive Einschränkungen von wegen 2G, 2G plus etc. Ich denke mal, dass wir jetzt dieses Jahr wieder auf einen sehr guten Kurs kommen und wahrscheinlich auch nochmal die Zahlen dann von 2022 toppen können. Was ganz interessant ist, ist der Anteil Inlandsgäste versus Auslandsgäste. Es ist so, dass wir jetzt aktuell, wenn wir jetzt schon von einem postpandemischen Zustand sprechen möchten, mehr Inlandsgäste haben im Vergleich zu Vor-Corona-Niveau. Wir hatten vor Corona etwa 20% Auslandsgäste, 80% Inlandsgäste und wir haben jetzt 84% oder 85%, ich habe es heute Morgen nochmal ausgerechnet, Inlandsgäste im Jahr 2022. Ob das jetzt ein sich verstetigender Trend wird, müssen wir sehen. Ich denke, das ist noch ein bisschen früh, das jetzt zu sagen. Aber mit Sicherheit eine spannende Zahl für Sie. Wir können noch weitergehen und können uns mal anschauen, wo stehen wir jetzt. Das war jetzt der Vergleich 21-22. Noch interessanter ist ja der Vergleich 19-2022, also sprich das letzte Jahr vor der Corona-Pandemie und eben jetzt das erste, wo es einigermaßen normal wieder lief, wenn man so möchte. Das war ja noch nicht ganz ohne Pandemie letztes Jahr. Aber wir sehen, dass wir schon 91% des Vorkrisenniveaus erreicht haben, was die Übernachtungen angeht. Und ich denke, dieser Trend lässt einen ja durchaus zuversichtlich stimmen. Ich habe noch ein Projekt mitgebracht, das gar nicht unser Projekt ist, aber es ist so wichtig und so spannend, deshalb müssen wir es hier aufnehmen. Nämlich ist natürlich ein Projekt von der Deutschen Bahn, von den Kommunen vor Ort, rund um Mäklingen, vom Landkreis Alt-Donau-Kreis und auch vom Land Baden-Württemberg. Es geht um die Bahnstrecke Wendlingen-Ulm und um den entsprechenden Bahnhof Mäklingen-Schwäbische Alb. Das ist übrigens ein perfektes Beispiel, weil unser Vorsitzender das Thema auch Lebensraum angesprochen hat. Diese Strecke wird ja oder wurde ja in erster Linie gebaut, um den Lebensraum zu entwickeln in Baden-Württemberg, aber sie hat natürlich auch eine touristische Konsequenz. Und wir sind zum einen jetzt meines Wissens das einzige Mittelgebirge, das einen Bahnhof hat, das nach dem Mittelgebirge benannt ist, nämlich den Bahnhof Märklingen-Schwäbische Alb, der effektiv so heißt. Und wir haben natürlich den Riesenvorteil, dass sich gewisse Fahrtstrecken erheblich verkürzen. Zum einen natürlich Großraum Stuttgart Richtung Schwäbische Alb ist sehr viel attraktiver jetzt auch für die Tagesausflüge, die mit dem Zug zu machen, anstatt mit dem Auto. Man sieht hier die Fahrtstrecken, die wir unten als Beispiele aufgeführt haben. Märklingen-Stuttgart vorher 1 Stunde 23, jetzt 49 Minuten. Das ist natürlich schon mal eine enorme Verbesserung. Sie wissen sicherlich, wenn dann der Vollausbau da ist von Stuttgart 21, wird das noch mal schneller. Ich glaube, dann sind sogar nur 30 Minuten oder sowas oder 35. Was auch wahnsinnig spannend ist, nicht nur Großraum Stuttgart, also unser wichtigster Naherholungsmarkt sozusagen, kommt schneller auf die Alb, sondern auch die Alb wächst näher zusammen. Wenn wir uns anschauen, die Fahrzeiten von Ulm nach Metzingen oder umgekehrt,
war vorher 1 Stunde 40 und jetzt nur noch 1 Stunde 5 mit einmal Umsteigen in Wendlingen. Das ist natürlich auch innerhalb der Alp eine Vernetzung zwischen den Städten, die wir vorher so nicht hatten, was uns natürlich wahnsinnig freut. Und letzte Information noch zu dem Thema Bahnhof. Der Interregio Express, der zwischen Wendlingen und Ulm pendelt und dann mit Zwischenhalt in Märklingen jeweils, der ist auch in der Alpcard inkludiert als Regionalverkehrsteilnehmer. Insofern können auch alle Alpcard-Gäste diesen Zug kostenlos nutzen. Um das abzuschließen, vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, falls jemand von Ihnen die Zugstrecke schon gefahren ist, es gibt auch einen Zug, der mit einem schönen Alpmotiv beschriftet ist, da hatten wir auch die Finger drin. Man sieht es, die Lok, die diesen Interregio Express zieht, die hat dieses wunderschöne Motiv mit der Burg Teck drauf und der entsprechenden Überschrift Zügiger geht's, nicht die schnellste Regionalverkehr, der schnellste Regionalverkehr Deutschlands. Also eine sehr spannende, auch aus touristischer Sicht spannendes Projekt, das sich da aufgetan hat, eröffnet am, ich glaube, 2. Dezemberwochenende vergangenes Jahr und wir hoffen natürlich, dass entsprechende touristische Effekte einsetzen. Ich darf übergeben an meine Kollegin Julia Metzmann, die Ihnen die Projekte, die dieses Jahr anstehen, unserer Seite und seitens unserer Mitglieder im Detail vorstellen wird. Ja, wir haben das Ganze jetzt etwas thematisch gegliedert und starten mit dem Bereich Kultur, Tradition und Brauchtum. Denn dieses Jahr finden einige wirklich besondere Events statt und es gibt auch einige Geburtstagskinder. Kommen wir zu unserem ersten Geburtstagskind. Dieses Jahr am 23. Juli findet in Bad Urach endlich wieder der traditionelle Schäferlauf statt und feiert sein 300-jähriges Jubiläum. Seit 1723 genau findet der Schäferlauf in Bad Urach alle 2 Jahre statt. Seit 2018 ist der Uracher Schäferlauf sogar immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Das Ganze wird im Rahmen eines Festwochenendes stattfinden und startet schon am Samstag, den 22.07. mit dem Leistungshüten, bei dem die Schäfer der Region eben Schafherden möglichst schnell und gut durch einen Prüfungsparcours lenken sollen. Dann am Sonntag, am 23.07. Findet dann der große Festzug durch Bad Urach statt, mit einer Besonderheit, das ist einer der wenigen Festzüge im Land, der komplett ohne motorisierte Fahrzeuge auskommt. Also die Festwägen werden von Pferden, Ziegen und Ochsen gezogen. Genau. Und zu diesem Umzug werden 2100 TeilnehmerInnen erwartet, Blaskapellen, Trachtengruppen und alles, was dazugehört. Und dann das Highlight natürlich, der Schäferlauf an sich, mit besonderen Bräuchen wie dem Metzgertanz und dem Bechertanz der Kreisreiterpaare und dann natürlich der Wettlauf der Schäfermädchen und der Schäfer um den Titel am Ende des Schäferkönigspaares. Also das ist wirklich ein ganz tolles Event, das man nicht verpassen sollte. Weiter geht es mit einem ganz aktuellen Thema, denn wir stecken schon mittendrin. Es ist Fasnet im Ländle. Und eine ganz besondere Fasnet steht dieses Jahr in Sigmaringen an. Da gibt es nämlich auch einige Jubiläen. Mit dem Fasnetsruf Nauf auf Stang ist die Narrenzunft Vetter Gusa aus Sigmaringen unter Narren bekannt. Und diese Narrenzunft feiert den 111. Geburtstag. Das war aber noch nicht alles, denn es gibt in Sigmaringen den Brauch des Bräutelns. Den gibt es in der Region öfter, ist von Ort zu Ort immer ein bisschen unterschiedlich. Und in Sigmaringen findet das historische Bräuteln dieses Jahr auch zum 300. Mal statt. Zum Hintergrund, ich musste da auch nochmal genau nachschauen, was passiert beim Bräuteln. Frisch gebackene Ehemänner werden am Fasnetzdienstag von den ledigen Bräutlingsgesellen auf einer Stange um den Marktbrunnen getragen und werfen dabei ja allerlei Leckereien an das närrische Volk aus. Auch Ehejubilare und verheiratete Zugezogene dürfen auf die Stange. Für das historische Bräuteln diesen Fasnetzdienstag, also am 21. Februar, haben schon sehr viele Teilnehmer ihre Teilnahme angekündigt. Aber auch das war es noch nicht mit den Besonderheiten in Sigmaringen. Da ist wirklich was los dieses Jahr. Am 4. und 5. Februar findet das große Treffen aller schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte statt in Sigmaringen. Dieses große Treffen findet nur alle 10 Jahre in Sigmaringen statt und fällt eben dieses Jahr mit diesen besonderen Jubiläen zusammen. Am Samstag, den 4. Februar,
Da steht der ganze Tag im Zeichen von Brauchtumsvorführungen der verschiedenen Narrenzünfte, einer Narrenmesse und närrischem Treiben in den Besenwirtschaften und Lokalen in der Sigmaringer Innenstadt. Am Sonntag, den 5. Februar, findet dann der ganz große Narrensprung statt mit 58 Narrenzünften, 65 Musikkapellen, Fanfarenzügen und es werden insgesamt über 8000 Hästräger erwartet. Also auf jeden Fall ein närrisches Jahr in Sigmaringen. Und es geht munter weiter mit Jubiläen und Geburtstagen in unserem Verbandsgebiet. Im vergangenen Jahr feierte das Museum im Schloss Hohentübingen seinen 25. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums und anlässlich des 200. Geburtstages von Heinrich Schliemann erarbeitete das Museum der Universität Tübingen in enger Kooperation mit dem Tübinger Troja-Forschungsprojekt die Jahresausstellung Troja, Schliemann und Tübingen. Zum Hintergrund, vor rund 150 Jahren entdeckte der Archäologe Heinrich Schliemann die sagenumwobene Stadt Troja. Viele Fundstücke aus dieser Grabung sind der Öffentlichkeit noch nie gezeigt worden, aber das ändert jetzt diese Jubiläumsausstellung. Im Zentrum stehen Objekte aus dem reichen Fundus an Troja-Originalen, verbunden mit einem umfangreichen Begleitprogramm. So gibt es zum Beispiel auch extra für Kinder den Bereich Troja for Kids mit einem passenden museumspädagogischen Programm. Die Ausstellung kann auch bis zum 16. April in Tübingen im Museum der Alten Kulturen der Universität Tübingen besucht werden, immer Mittwoch bis Sonntag. Weiter geht es auf die Zollernalb, denn diesen Sommer ist ein Besuch in Balingen auf jeden Fall ein Muss. Vom 5. Mai bis 24. September findet hier nämlich die Gartenschau Balingen statt. Dauerhaft neu und umgestaltete Grünflächen und neue Zugänge zu den Gewässern bieten Naturerlebnisse für jedes Alter und geben Tier- und Pflanzenarten Raum für Entwicklung. Der neue Aktivpark bietet eine generationenübergreifende Spiel- und Bewegungsfläche und durch Umgestaltungen und neue Installationen wird die Balinger Stadtgeschichte an verschiedenen Orten spielerisch und interaktiv erlebbar. Über den Sommer ist ein tolles Veranstaltungsprogramm geplant, mit einem bunten Mix aus regionalen und überregionalen Musik- und Theatergruppen, hochwertigen und modernen Kunstbeiträgen, einem blütenreichen Wechselflor und wechselnden Floristikausstellungen. Highlights, auf die man sich besonders freuen kann, sind unter anderem SWR1 Pop und Poesie in Konzert, Christoph Sonntag, das Balingen International oder auch das Bosch Sinfonieorchester. Die Gartenschau Balingen ist übrigens auch Alpcard-Partner, das heißt Übernachtungsgäste bei Alpcard-Gastgebern können die Gartenschau kostenfrei besuchen. Für Friedrich Hölderlin, den bedeutenden deutschen Dichter und Lyriker, war Nürtingen Heimatstadt, denn hier verbrachte er seine Kindheit und Jugend. 1774 kam er als Vierjähriger nach Nürtingen, denn seine Mutter hatte sich nach dem Tod ihres ersten Mannes hierher neu verheiratet. Sein Stiefvater Johann Christoph Gock war Weinhändler und Nürtinger Bürgermeister. Das ehemalige Wohnhaus der Hölderlins bzw. Gocks in Nürtingen öffnet ab April 2023 nach Neu- und Umbaumaßnahmen wieder seine Pforten für Besucher. In das Haus mit barrierefreiem Zugang zieht unter anderem eine moderne Dauerausstellung zu Hölderlins Bildungswegen. Auf 100 Quadratmetern werden die vielfältigen biografischen und werkgeschichtlichen Beziehungen Hölderlins zu seiner Heimatstadt Nürtingen erfahrbar. Besonderen Charme verspricht dabei auch der sanierte Gurkische Keller als ältester Gebäudeteil von 1620. Er wird der Öffentlichkeit als Veranstaltungsraum zugänglich gemacht werden. Als nächstes widmen wir uns den Angeboten auf der Schwäbischen Alb in den Bereichen Wandern und Radfahren, denn auch hier wurden viele tolle neue Produkte und Angebote entwickelt. Um Baden-Württemberg zum beliebtesten Radreiseland Deutschlands zu entwickeln, hat das Land 2020 die Qualitätsoffensive der Landesradfernwege ins Leben gerufen. Seit Juli 2021 ist die Geschäftsstelle für Landesradfernwege bei uns, also beim Schwäbischer Albtourismus, eingerichtet. Und ab Frühjahr diesen Jahres können schon drei neu und umgestaltete, frisch beschilderte und ADFC-zertifizierte Landesradfernwege erfahren werden. Die drei Wege würde ich Ihnen jetzt gerne mal ganz kurz vorstellen. Wir beginnen mit dem 273 Kilometer langen Württemberger Tälerradweg.
Der wurde ganz neu konzipiert und sein Thema sind die Flüsse und Flusstäler der Schwäbischen Alb. In 6 Etappen passieren Radfahrer und Radfahrerinnen 12 Täler und Flüsse wie dem Kocher, der Donau oder der Brenz und begegnen inspirierenden Persönlichkeiten der Region wie den Modelleisenbahnbauern Märklin oder aber der weltbekannten Schneiderin Margarete Steif. Mehrere Millionen Jahre reisen Radfahrerinnen und Radfahrer auf dem 417 Kilometer langen Schwäbischer Albradweg durch die Vergangenheit der Region. Passend zu dieser Zeitreise begleitet der berühmte Löwenmensch als Symbol diesen Weg. Unterwegs begegnet man Meteoritenkratern, erloschenen Vulkanen, findet Fossilien oder wandelt durch Schlösser großer Adelsdynastien. Der 272 Kilometer lange aussichtsreiche Hohenzollern-Radweg führt an spektakulären Schlössern, Residenzen und Burgen auf der Schwäbischen Alb vorbei, bis hinunter zum Bodensee. Diesen Weg gab es zwar schon vorher, er wurde jetzt allerdings so verlegt, dass er auch tatsächlich an den wunderschönen Hohenzollern-Monumenten vorbeiführt. Gestern fand hier auf der CMT übrigens die Urkundenübergabe des ADFC für diese 3 neuen Wege statt. Damit hat die Alb jetzt 9 ADFC-zertifizierte Radwege im SAT-Verbandsgebiet und ist somit die Region mit den meisten zertifizierten, also ADFC-zertifizierten Radwegen in ganz Deutschland. Die insgesamt knapp 900 Kilometer neuen Landesradfernwege vereinen insgesamt 16 Stadt- und Landkreise über unser Verbandsgebiet hinaus und vernetzen damit Tourismusregionen in Baden-Württemberg und Bayern. Aktuell arbeitet das Verkehrsministerium an der Beschilderung dieser Wege und das Ziel ist eben die Fertigstellung dieses Frühjahr. Es wird aber dann auch auf jeden Fall nochmal Pressetermine zu den jeweiligen Eröffnungen im Sommer geben. Auch auf der Mittleren Alb dürfen sich E-Biker über eine neue Radtour freuen. Die abwechslungsreiche Schwörerhaus-Tour führt von Münsingen aus über Grafeneck nach Wasserstetten und durch das Pfaffental nach Hohenstein-Oberstetten. Von dort führt die Strecke durch das Oberstädter Tal und durch das schöne große Lautertal wieder zurück nach Münsingen. Namensgeber und Erlebnisziel dieser Tour ist die Fertighausfirma und unser treuer Sponsoringpartner Schwörerhaus. E-Bikes für die Tour kann man im Mobilitätszentrum Münsingen ausleihen und das mit der Albcard sogar kostenlos. Ganz besondere neue Genuss-E-Bike-Touren sind im Donaubergland entstanden. Spätzle-Tour, Rostbraten-Runde, Wurstsalat-Runde, Maultaschentour, tolle Knolle-Tour, Käsespätzle-Tour, Knöpfle-Runde, Flädlesuppentour. So heißen die 8 neuen E-Bike-Touren im Donaubergland. Denn Radeln macht bekanntlich hungrig und Lust aufs Einkehren. Bei der Ausrichtung der neuen Radtouren ist daher der Schulterschluss mit den heimischen Gaststätten eng. Die Touren sind so gelegt, dass es an jeder Tour mehrere Einkehrmöglichkeiten gibt. Hier können Mensch und Rad ihre Akkus wieder aufladen. Die Touren erschließen vor allem auch die Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten auf den Höhen ganz neu. Denn mit dem Elektromotor sind die Tagestouren für jeden gut zu bewältigen. Sie verlaufen auf offiziellen Radwegen, sind gut befestigt, wenn auch nicht immer geteert, und sind im Schnitt zwischen 40 und 60 Kilometer lang. Die längste rund 80 Kilometer. Eine durchgehende Beschilderung mit den grün-weißen Radschildern und entsprechende Routenlogos sorgen für Orientierung. Sie kennen ihn vermutlich oder hoffentlich alle, den Albsteig, auch bekannt als HW1. Auf großteils naturbelassenen Pfaden verläuft der Fernwanderweg der Schwäbischen Alb oftmals direkt an der Albtraufkante entlang und bietet somit einzigartige Aussichten. Der Weg führt auf 358 Kilometern in 16 Etappen von Donauwörth nach Tuttlingen. Gesäumt von unzähligen Ausblicken entdeckt man wandernd die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft der Schwäbischen Alb. Der Albsteig wurde nun vom Deutschen Wanderverband erneut auf Herz und Nieren geprüft und erfolgreich als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland rezertifiziert. Die feierliche Urkundenübergabe fand am Samstag hier auch auf der CMT statt. Dass die Schwäbische Alb zu den schönsten Wanderregionen Deutschlands zählt, wissen Sie und ich schon lange. Und in den vergangenen Jahren wurde dies bereits auch mehrmals amtlich bestätigt.
Das Wandermagazin kürt jährlich Deutschlands schönste Wanderwege und in den letzten Jahren waren immer wieder Wege der Schwäbischen Alb auf dem Siegertreppchen. Erst letztes Jahr wurde der Albschäferweg als Deutschlands schönster Wanderweg ausgezeichnet. Für dieses Jahr wurde nun die Hochgebirgetour hochgeadelt, in der Kategorie Touren nominiert. Der Premiumweg bietet auf 13 Kilometern pure Albvielfalt. Schmale Pfade verlaufen durch Streuobstwiesen und führen an historischen Kulturdenkmälern wie der Burg Teck und der Ruine Rauber und natürlich an atemberaubenden Aussichtspunkten des Albtraufs entlang. In einer bundesweiten Wahl stellen sich die nominierten Wege nun der Abstimmung durch das Publikum. Abgestimmt werden kann bis zum 30. Juni dieses Jahr unter www.wandermagazin.de/wahlstudio oder, kleinen Moment, über diese schönen Abstimmungskarten, die Sie bei uns auch an verschiedenen Ständen in Halle 6 am Schwäbischen Albstand finden. Also bitte fleißig abstimmen, damit wir den Titel auf der Alp verteidigen können. Ums Wandern dreht sich auch am 14. Mai dieses Jahr alles auf der Ostalb. Anlässlich des Tag des Wanderns feiert der Ostalbkreis gemeinsam mit der Stadt Neresheim die Wandersaisoneröffnung auf dem Herzfeld. Das Herzfeld ist bekannt für seine einzigartige Natur und seine seltene Pflanzenwelt. Von Orchideen bis hin zum Wahrzeichen der Alb, der Silberdistel, finden Sie dort eine reiche Naturlandschaft. Wanderwege führen durch Wiesen und Wälder über herrliche Wacholderheiden und durch Trockentäler, vorbei am Kloster Neresheim sowie an Kapellen, Burgen und Schlössern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet am 14. Mai ein abwechslungsreiches Entdeckerprogramm inmitten der wunderbaren Herzfeldlandschaft. Wanderungen in und um Neresheim, eine Fahrt mit der Herzfeld-Museumsbahn, der Schettere, eine Wiesentweide mit den europäischen Bisons, Besichtigungen der Abteikirche in Neresheim und ein stimmungsvolles Abschlusskonzert im Stadtgarten. Der Ostalbkreis ist übrigens ein weiteres Geburtstagskind dieses Jahr und feiert sein 50-jähriges Jubiläum ebenfalls mit einem abwechslungsreichen Programm. Highlight ist das Festwochenende vom 13. bis 16. Juli 2023 am Ostalbkreishaus in Aalen. Und dann schon mal ein kleines Save the Date. 2024 findet das offizielle Landesfest, die Heimattage Baden-Württemberg, auf dem Herzfeld statt. Dazu dann aber zu gegebener Zeit weitere Informationen. Ein ganz besonderes Wanderevent findet am 26. August zum 8. Mal in Albstadt statt, und zwar die Albstadt Challenge. Veranstalter ist der Förderverein FC Pfäffingen. Es geht darum, es ist eine Fernwanderung von 60 Kilometern und mit 1500 Höhenmetern, und es geht darum, im Zeitfenster von 6 bis 21 Uhr diese Strecke zu bewältigen. Allerdings ohne einen Wettkampfgedanken, also die Zeit wird nicht gemessen, sondern es geht einfach darum, dass jeder seine persönlichen Grenzen erfahren kann. Es geht um ein Miteinander und jeder läuft so weit und so gut er kann. So gibt es zum Beispiel auch Shuttlebusse, die die Teilnehmer dann unterwegs auch ans Ziel bringen, wenn man denn nicht mehr kann. Genau, außerdem gibt es unterwegs Versorgungsstationen mit Essen und Getränken, sodass man auch kein schweres Gepäck dabei hat. Zuletzt möchten wir Ihnen noch zwei neue Unterkünfte in der Region vorstellen. Immer mehr Menschen reisen mit Camper und mit Wohnmobil. Das haben wir gerade schon gehört und das sehen wir jetzt ja auch auf der CMT ganz deutlich, dass der Trend dazu da und stark ist. In Beuren ist nun daher ein neuer Stellplatz für Reisemobile direkt an der Panoramatherme fertiggestellt worden. Er liegt landschaftlich reizvoll im Biosphärengebiet Schwäbische Alb inmitten von Streuobstwiesen und mit Aussicht auf die Burg Hohenneuven und den Albtrauf. Auf rund einem Hektar Gesamtfläche sind 58 Stellplätze entstanden, darunter zwei Stellplätze barrierearm ausgebaut. Die Platzbewirtschaftung erfolgt digital und bargeldlos. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Zahlreiche Gastroangebote sind fußläufig erreichbar. Die Gegend kann zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Bus oder einem Elektroauto erkundet werden, denn nur wenige Meter vom Stellplatz entfernt befindet sich eine Bushaltestelle und eine E-Carsharing-Station, sodass der Camper dann gemütlich auf dem Stellplatz verbleiben kann.
Für den 7. Mai ist ein großes Eröffnungsfest für den Stellplatz geplant. Die Outlet City Metzingen ist als Europas größtes Outlet ein Magnet für Modebegeisterte aus der ganzen Welt und zieht jährlich rund 4 Millionen Besucher an. Bis Herbst 2023 entsteht im Herzen der Outlet City ein neues, modernes Moxie-Lifestyle-Hotel mit über 200 schicken neuen Zimmern. Ein Highlight des Hotels wird unter anderem die außergewöhnliche Lobby werden, die wie eine Art Catwalk gestaltet sein soll und somit perfekt in die Outlet City Metzingen passt. Mit dem neuen Welcome Center wird im Erdgeschoss des Hotels außerdem ein weiterer wichtiger touristischer Baustein für die Outlet City entstehen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Präsentation angekommen. Und wie Sie sehen, die Schwäbische Alb entwickelt sich stetig weiter und wir blicken optimistisch und mit Vorfreude auf das vor uns liegende Jahr. Jetzt haben wir noch Zeit für Ihre Fragen, sofern denn welche bestehen. Ja, vielen Dank, liebe Julia Metzmann, für die Präsentation der besonderen Highlights. Und ich kann Ihnen zusichern, es gibt noch vieles, vieles mehr, nur würde es den Rahmen sprengen einer solchen Veranstaltung, wenn wir alle neuen Angebote in den rund 320 Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes Ihnen heute präsentieren wollten. Aber es war sicher nicht zu viel versprochen. Es gibt einiges sehr Bemerkenswertes, das es, glaube ich, auch zu berichten gilt. Jetzt wurde die Runde schon freigegeben. Gibt es Fragen Ihrerseits? Bitte schön. Auf welchen Messen außerhalb Baden-Württembergs sitzen Herr Präsident? Also ITB in Berlin, in Hamburg, im Ausland. Wo präsentieren Sie die Schwäbische Alb? Wir sind seitens SAT jetzt derzeit auf der CMT nur noch. Ich darf aber vielleicht noch ergänzen, dass wir natürlich Kooperationspartner und Mitgesellschafter auch der Tourismusmarketing Baden-Württemberg sind und in der Form natürlich mehr oder weniger weltweit Präsenz zeigen. Natürlich vor allem auch bei Fachmessen, bei Wander- und Radmessen sind wir präsent. Gibt es weitere Fragen? Hier war eine Meldung, bitte. Ja, also wir haben anders wie andere Tourismuskarten hatten wir von Anfang an bewusst die touristischen Erlebnisse einerseits und den ÖPNV andererseits inkludiert in dieses 0-Euro-Angebot, das natürlich von jemandem bezahlt werden muss, nämlich von den Gastgeberinnen und Gastgebern. Und wenn jetzt diese Alpcard eine Entlastung erfährt im ÖPNV, weil es bundesweit ein nachhaltiges Projekt gibt, um den ÖPNV zu fördern, dann sind wir die Letzten, die darüber verärgert wären, sondern wir sind dankbar dafür. Es gibt eine Entlastung für uns und unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Dass deshalb insgesamt die Alpcard an Attraktivität verlieren würde, glaube ich nicht. Denn es gibt ja auch durchaus Menschen, die eben diese Dauerangebote nicht annehmen, weil sie möglicherweise gar nicht auf den ÖPNV angewiesen sind. Aber wenn sie zu uns kommen, dann in der Zeit bei einem Alpcard-Gastgeber dann übernachten und dann eben dieses Angebot zum Nulltarif bekommen und eben keine 49 Euro zahlen müssen. Also einen Einbruch erkenne ich dadurch überhaupt nicht, im Gegenteil. Das ergänzt letztendlich auch unsere Initiativen. Schön, wenn die Bundesrepublik uns nachstrebt. Und der ÖPNV ist ja auch nur ein Teil dieser Leistung, den man mit der Alpcard bekommt. Also ganz attraktiv macht diese Karte ja vor allem auch, dass man freien Eintritt zu nahezu sämtlichen Sehenswürdigkeiten bekommt. Und das ist ja auch ein ganz großer, lohnender Effekt. Allein das, was Sie heute erfahren haben, was alles
kostenlos genutzt werden kann und erfahren, erlebt werden kann, ist ja schon bemerkenswert. Vorhin wurde es gesagt, Balingen die Gartenschau erleben als Gast bei einem Alpcard-Partner, hervorragend. Wenn Sie E-Bikes ausleihen wolltet im Mobilitätszentrum in Münzingen, kostenlos. Und vieles andere ist heute auch schon angesprochen worden, das kann sich schon sehen lassen. Dort hinten war noch eine Wortmeldung. Bitte. Nein, also wir haben leider dazu keine Zahlen, aber sie bringen uns oder mich da auf Gedanke, nämlich genau das bei unseren Mitgliedern anzufragen, welche Engagement sie wirklich auch betrieben haben. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Gemeinden, die genau in diese Investitionen getreten sind, aber auch private Unternehmen haben dort Engagements gezeigt. Ich darf ganz kurz ergänzen, die Liste mit allen Wohnmobilstellplätzen finden Sie auf unserer Webseite. Und die versuchen wir natürlich nach Meldung unserer Mitglieder auch immer aktuell zu halten. Und ich weiß es aber ehrlicherweise auch nicht auswendig, ob es jetzt 40 oder 50 Stellplätze sind, die da drauf sind. Aber es sind auf jeden Fall mehrere Dutzend. Bitte. Wie groß ist denn die Auslastung von den Stellplätzen? Findet man in der Hochsaison noch, wenn man dann durchfährt, ohne sich anzumelden, findet man da noch was? Oder sind die schon auf ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr ausgebucht? Also wir haben Stellplätze, die Buchungssystem beinhalten und wiederum andere, die frei eingesteuert werden können und da muss man dann eben schauen. Aber ich kenne Kommunen in unserer Region, die haben bis zu 4, 5 Stellplätze. Wenn sie am einen keinen Platz findet, dann möglicherweise dann am zweiten oder am dritten. Ihr Wunschplatz ist möglicherweise voll. Vor allem natürlich an Hotspots, also wenn sie direkt vor einer Therme parken wollen, dann wird sicherlich, wäre es ratsam, den Stellplatz zu buchen vorher. Vielleicht ganz interessant, ich hatte heute Morgen noch einen Austausch mit der Kommune Auen, das ist eine der Kommunen, die auch einen neuen Stellplatz eingerichtet haben, und die haben jetzt Bilanz gezogen, haben den Stellplatz ein halbes Jahr aufgehabt und da war es auch so, dass es Tage gab, wo voll gebucht war, also selbst Auen, das ja eine kleinere Kommune ist, hatte da wohl ausgebuchte Tage und insofern, wenn Sie eine Empfehlung haben wollen, wäre die Empfehlung immer im Voraus zu buchen. Ja. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön. Also es ist so, dass momentan noch ratsam ist, sich eben mit klassischen Unterkünften dann zu versorgen auf einer Fernwanderung. Wir sind aber an diesem Thema auf jeden Fall dran. Gerade für lange Fernwanderwege wie beispielsweise den Alpsteig ist uns bewusst, dass es da an manchen Etappen eng werden könnte mit Betrieben am Weg. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir jetzt auch ganz aktuell auf dem Schirm haben und wo sich in den nächsten 1 bis 2 Jahren vermutlich was tun wird. Ja, also zum einen gibt es natürlich Zeltplätze auch entlang dieser Wege, nicht bei alle. Informationen dazu gibt es dann auch entsprechend konkret zu den verschiedenen Wanderwegen, vor allem Mehrtageswandertouren. Wir sind auch mit dem Tourismusmarketing Baden-Württemberg, auch mit den Naturparken, mit den Großschutzgebieten, unter anderem auch mit dem Biosphärengebiet dabei, das Thema Trackingplätze zu forcieren. Da gibt es schon kleine Angebote, aber bedauerlicherweise noch nicht flächendeckend. Sie können nicht Tagestouren planen entlang dieser Trackingplätze, das gibt es leider nicht. Aber meine erste Mehrtagestour durch Frankreich hat mir viele persönliche Begegnungen beschert, weil ich nämlich bei Franzosen im Garten übernachtet habe. Vielleicht auch das haben wir heute Morgen erfahren. Wir wollen doch eigentlich bei Reisen Menschen kennenlernen. Begegnungen sollen stattfinden. Und warum alles immer organisiert werden muss,
verstehe ich nicht. Das wäre ja, stünde im Widerspruch zu dem, was heute Morgen der Zukunftsforscher uns eigentlich ins Stammbuch geschrieben hat. Also mehr selbst wieder aktiv werden und weniger darauf zu hoffen, dass einer mir die Hand in den Schatten legt. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, wenn Sie... Ah ja, noch eine? Ja, bei mir geht es jetzt. Mein Name ist Stefan Zürfl, ich komme aus der Schweiz und Schwäbisch Alb ist ja ein schönes Ziel, oder? Und dann haben wir immer das Problem mit den Velos, mit dem Transport im Zug. Und dann geht man zum Beispiel in irgendein Hotel, ich habe da den Ort mal ausgesucht, in einem Ort namens Ballingen, nehmen wir mal Ballingen. Und es kann ja nicht in jedem Ort ein Fahrradverleih organisiert werden. Wie kann man das in einem kleineren Ort gemeinsam mit den Hotels vielleicht organisieren, dass genügend Fahrräder vorhanden sind, weil die meisten Fahrradhändler sind eigentlich damit überlastet, finanziell und auch personell. Also wie läuft das dann ab? Schwäbische Wie macht man das mit dem Veloverleih? Ich weiß, Münzingen ist wahrscheinlich sehr gut, aber wie steuert man das? Also zunächst mal die Schweiz ist mit unser wichtigster Auslandsmarkt. Liegt auch daran, dass wir eine sehr gute räumliche Nähe haben. Von unserer südlichen Verbandsgrenze bis nach zum Kanton Schaffhausen sind es ja nur wenige Kilometer. Zuganbindung entsprechend von Zürich, Schaffhausen, Winterthur aus ist ja sehr gut Richtung Tuttlingen und von da ab kann man sich dann weiter verteilen über unser Verbandsgebiet. Was das Thema Fahrradtransport im ÖPNV angeht, ist es so, dass die Mitnahme von Fahrrädern außerhalb der Stoßzeiten, sozusagen der Rush-Hour, sprich unter der Woche vor 9 Uhr kann man das nicht machen, aber danach immer kostenlos und das ist auch in der Alpcard inkludiert und am Wochenende kann man das Fahrrad ebenfalls im Zug kostenlos transportieren. Was den Verleih von Fahrrädern angeht, ist es in der Tat so, dass es einzelne Zentren gibt, wo man Fahrräder mieten kann. Wir haben mittlerweile in der Alpcard, ich glaube, 10 Fahrradverleihstationen über das gesamte Verbandsgebiet inkludiert. Und insofern sind wir da, denke ich, ganz gut aufgestellt. Und durch den weiteren Ausbau der Infrastruktur gibt es immer mehr auch Gastgeber, die in ihrem Hotel entsprechende Fahrradverleihe anbieten. Auch das, auch hier bedarf es des gemeinsamen Voranschreitens, dass die Infrastruktur, die Voraussetzungen, die Buchbarkeit, die Attraktivität für Gäste auch aus dem Ausland höher wird, wobei viele sagen, wir kommen mit unserem eigenen Fahrrad, da legen wir Wert drauf, aber die Ausleihdichte wird auch immer größer. Auch unter anderem am neuen Bahnhof, Alpbahnhof in Märklingen, gibt es eine Verleihstation, um dann die Alp, wenn man so will, von Märklingen aufzurollen. Können wir gerne unterstreichen. Das ist genau unsere Empfehlung. Versuchen Sie, Ihre Fahrräder vor Ort auszuleihen, wesentlich stressfreier. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Wünsche uns allen und nicht ganz selbstlos viel, viel Erfolg für dieses Tourismusjahr 2023. Und zugegebenermaßen gibt es auch bei mir persönlich kaum Gründe, warum ich dem Jahr 2022 nachweinen sollte. Also ich bin viel optimistischer, was das Jahr 2023 angeht. Und folgend, wir sind gerüstet, wir sind bereit und wir freuen uns auf Gäste aus nah und fern. Und freue mich, wenn wir uns sehen bei
den Veranstaltungen auf der Schwäbischen Alb oder möglicherweise beim Wandern oder Radfahren. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und noch einen wunderschönen Tag.